In diesem Video wollen wir uns einer Überschrift oder einem Titel widmen, und zwar 0 Tagesabschlüsse. Ab der Version 3.70, 9.1.7 können Sie unter Administration, Systemeinstellungen in der Karteikarte Verkauf unter Verhalten und Optik einstellen, ob Sie 0 Tagesabschlüsse zulassen wollen oder nicht. Was ist der Unterschied 0 Tagesabschluss zu normalen Tagesabschluss? Eigentlich ist er das sprechend. Aber für diejenigen unter Ihnen, die sich nicht ganz schlüssig sind, ich zeige es trotzdem. Wenn wir nun die Kasse betreten und wir haben jetzt keine Umsätze getätigt, ich drücke einfach mal schnell F12 und wir sehen, dass wir keine Umsätze getätigt haben. Wenn wir nun auf Ausgang klicken, ist diese Schaltfläche Tagesabschluss Z-Bon deaktiviert. Das heißt, wir können keinen Tagesabschluss machen, weil wir ja auch keine Umsätze drin haben. Wenn Sie aber unbedingt wollen oder Sie das unbedingt brauchen, dazu fragen Sie ruhig Ihren Steuerberater, dass Sie sagen, ja, wenn ich keinen Umsatz habe, muss ich trotzdem den Tagesabschluss machen, dann setzen Sie einfach dieses Häkchen. So, nun können Sie die Kasse betreten und wir verlassen jetzt die Kasse, weil wir sagen, wir haben keine Umsätze getätigt und Sie sehen, der Button ist nun aktiv. Wenn Sie nun zweimal, und an der Stelle möchte ich nochmal wie ein Evangelist es in die Welt hinaus predigen, und Sie nochmal darauf hinweisen, wenn Sie einmal, zweimal die Frage bestätigen, ob Sie das wirklich wollen und Sie zweimal Ja sagen, dann können Sie nicht mehr zurück. Wenn Sie nun auf Schließen klicken, sagt er, dass das nicht geht, weil Sie erst das Journal drucken sollen. Also was müssen Sie machen? Sie müssen einfach auf den Button Journal drucken klicken. So, nun kommt die Wechselgeldabfrage. Ich zähle jetzt mal nichts. Sag auf Abbrechen und sagt er ja, der Tagesabschluss wurde nun durchgeführt. Wir sehen zwar unter Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen nun, in der Kasse 1 glaube ich war das hier, keine Buchung für den 21. oder für den 20. Ja klar, weil wir auch keine Umsätze getätigt haben. Also was soll er buchen? Soll er 0 Euro mit 19% buchen oder 0 Euro mit 7%? So, machen wir das gleiche nochmal unter einer anderen Kasse. Ne, oder das ist ein anderes Video. Was machen wir? Wir machen das gleiche einfach nochmal. So, wenn wir jetzt in die Kasse hineingehen wollen und wir wollen den 20. auswählen, sagt er natürlich zu Recht, hier, das geht nicht, weil ja schon ein Tagesabschluss für dieses Datum durchgeführt wurde. Und zwar ein Tagesabschluss mit einem Nulldatum. Dann wähle ich jetzt den 21. Gehe mal da nochmal kurz raus, gehe auf Journal kopieren und wähle den 20. aus. Wir sehen nun, dass wir hier in der Kasse 1 am 20. einen Tagesabschluss durchgeführt haben. Ich klicke jetzt hier mal auf Voranschau und sage Journal Kopie. Wechselgeldzählung will ich nicht, weil wir haben sie damals nicht gezählt, deswegen bietet er es erneut an. Und wir sehen hier unseren Tagesbericht mit der Nummer 1 für die Kasse 1. So, machen wir das gleiche einfach nochmal. Und zwar, wir machen jetzt mal einen Tagesabschluss. Das sind jetzt natürlich zwei Videos. Ich habe jetzt nämlich was vor. Machen wir es andersrum. Ich mache jetzt mal den Tagesabschluss, sag ja, annehmen und sag bezahlen. 100 Euro, ja. Nun gehe ich her und sage, okay, ich will meinen Tagesabschluss natürlich machen. So. Und will ich ja keine Ausgaben, nichts. Das zähle ich jetzt auch nicht. Okay. In den Journalkopien sehen wir nun, am 20. haben wir einen Tagesabschluss drin. Und am 21. haben wir auch einen Tagesabschluss drin. Wir klicken hier auf Vorschau und wollen uns mal den 21. ansehen. Und wir sehen hier unsere 59 Euro Umsatz, die wir gerade getätigt haben. So, wenn wir nun hergehen und wir wechseln jetzt einfach mal die Kasse. Ja, die zwei Videos greifen jetzt eigentlich ineinander, weil es sind sehr, sehr verwandte Themen. Ich tue jetzt einfach mal so, ob ich jetzt eine andere Station im Netzwerk wäre. Hier Verkauf. Und sage hier Verhalten und Optik, ich bin jetzt nicht die Kasse 1, sondern ich bin jetzt der Keller 2, ist ja egal. Ich gehe nun in die Kasse hinein, sagt er natürlich zu Recht, hey, welchen Umsatztag haben wir? Ich sage jetzt den 20. Ja. Und wir sehen hier oben in der Titelleiste der Kasse Verkauf, Keller, also Kasse Keller 2. Nun gehe ich hier raus, mache hier auch einen leeren Tagesabschluss. So, und klicke auf Journal drucken. Wechselgeld will ich jetzt keins zählen. Okay. Schauen wir uns das in den Journalkopien an. In den Journalkopien, wenn wir den 20. anklicken, haben wir nun zwei abgeschlossene Kassen. Unseren Keller 2 und unsere Kasse 1. Der Keller 2 ist ein Nullabschluss, das heißt, wir haben hier keine... ich will doch die Vorschau, damit Sie auch was sehen, Verzeihung. So, wir haben hier keine getätigten Umsätze.
Und die Kasse 1 am 20. hat sich ähnlich verhalten. Wenn ich hier auf Journalkopie klicke, dann haben wir hier auch keine Umsätze. Interessanterweise ist es so, dass unsere Kasse 2 nun eine Nummer trägt, und zwar die Tagesabschlussnummer 3. Und an dieser Stelle kommen wir zum zweiten Teil des Videos. Das heißt, das eine waren jetzt die 0 Tagesabschlüsse, okay, das ist ja klar. Und jetzt kommen wir zu den Nummernkreisen. Das ist relativ schnell erklärt. Es gibt für die separaten Kassen keinen, also es gibt für jede Kasse keinen separaten Nummernkreis. Warum? Da die Kassen ja im Netzwerk auf dem lokalen System arbeiten, sind die Nummern der Tagesabschlüsse immer fortlaufend ohne Berücksichtigung der jeweiligen Kasse. Denn wenn jede Kasse einen eigenen Nummernkreis hätte, könnte es für die Kasse 1, für die Kasse 2, für die Kasse 3, 4, 5 jeweils die Tagesabschlussnummer 1, 2, 3, 100, 120 geben. Ja, das heißt, mal Anzahl der Kassen habe ich auch doppelte Tagesabschlussnummern. Und um einfach zu gewährleisten oder um es für Sie transparenter zu machen, damit die Tagesabschlussnummern vollständig und lückenlos sind, gibt es ab der Version 3.7.9.1.7 unter Administration, Statistik, Journal, Historie, eine Historie, das heißt eine Liste von Tagesabschlüssen mit den jeweiligen Nummern dazu. Und das ist echt sehr schön. Da gehe ich jetzt an der Stelle drauf ein, weil mir das echt sehr, sehr gut gefällt. Hier halten Sie, ich gehe jetzt einfach mal auf Liste drucken, hier halten Sie die Tagesabschlussnummern 1, 2, 3. Dann rechts daneben steht es, von welcher Kasse das es war. Kasse 1, 2, hier war es der Keller 2. Und Sie sehen, dass die Kasse 1 die Nummer 1 hatte, das Tagesabschlussnummer 1 hatte, die Kasse 1 hier auch nochmal einen Tagesabschluss gemacht hatte. Dann hat es die Nummer 2 bekommen und die Kasse 2 hat die Tagesabschlussnummer 3. Wenn wir nun wieder zurückgehen, nur um Ihnen das dann noch kurz zu zeigen, unter Administrationssystem, Systemeinstellungen, Verkauf, sage ich Ihnen wieder, ich bin die Kasse 1. So, wenn ich jetzt da hineingehe, Kasse 1, was haben wir gehabt? Der 21., den haben wir schon abgeschlossen, dann nehmen wir jetzt einfach den 22. Und ich verkaufe jetzt hier einfach mal schnell was. Ist doch wurscht was. Bezahlen, IC, weiter, ja. Okay, und jetzt gehe ich auf Ausgang und sage Tagesabschluss. Ich bestätige hier schon halt drucken. So, und wenn wir jetzt hier wieder reinschauen unter Administration, Systemeinstellungen, Statistik, Journalhistorie, sehen wir nun, dass unsere Kasse 1 jetzt die Tagesabschlussnummer für den 22.01. mit der Nummer 4 erhalten hat. Somit ist gewährleistet, dass nicht einfach eine Nummer fehlt. Denn woher soll dann gewährleistet sein oder woher soll man dann wissen, dass die Kasse 1, 2 und 3, weil in der Kasse 1 nur 10 Tagesabschlüsse gemacht werden, gibt es dort die Nummer 10 als Höchstnummer und in der Kasse 2 gibt es die Nummer 15 und so weiter. Also man weiß da nie so genau, ja, ist denn da was noch gekommen, hat jemand vergessen den Tagesabschluss zu machen, und hier ist es alles fortlaufend, da sieht man das Wunderbare. Aber wie gesagt, das ist eine Neuerung in der Version 3.70.9.1.7. Erst dann ist dieses Feature verfügbar. Sollten Sie diese Version nicht besitzen, weil Sie keine gültige Update-Berechtigung haben, können Sie natürlich jederzeit Ihre Journalkopien immer Schritt für Schritt ausdrucken, dass Sie sagen, okay, ich gehe jetzt hier auf die Kasse 1, drücke mir das aus, gehe hier auf die Kasse 2, drücke mir das aus, wenn Sie eine Kopie brauchen, wohlgemerkt, aber in der Regel steht das schon alles am Original drauf. Dann bedanke ich mich. Ich denke, wir sind mit dem Thema durch und wir hören uns mit Sicherheit.